Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Letztes Mal sind wir im Dorf endlich angekommen, wir haben mit diesem Maler hier geschnackt, uns mal die guten Läden angeguckt und jetzt geht's direkt. Oh, dicker Pilz. Nehmen wir direkt mit. Abwehr. Ja, das ist gut. Das ist gut. So, da stehen irgendwelche Wachen vor. Wahrscheinlich dürfen wir da noch nicht rein. Ist das böse, wenn ich hier den Apfel klaue? Nö, interessiert ihn nicht. Wer bist du? Das hier ist Impass-Anwesen, da müssen wir auch hin. Das ist doch, ja bestimmt gibt es jetzt irgendeine Aufgabe wieder, ne? Der Shika-Stein? Bist du etwa... Bitte verzeih unsere Unhöflichkeit. Impa hat uns informiert. Bitte tretet ein. Ah, hier geht's direkt weiter. Wollen wir direkt weiter? Oder wollen wir noch das Dorf? Wir gucken uns nochmal im Dorf um, würde ich sagen. Nachlaufen. Oh Gott, der hat bestimmt eine Quest mit dem Dings, ne? Schwester Koch, Prikotl. Ah! Okay. Ja, die haben wir eben gesehen. In Ordnung. Was spielen wir? Verstecken. Ne, machen wir mal Nachlauf. Ich glaube, da kriege ich besser hin. In Ordnung. Pico läuft von dir weg. Aber wenn es Zeit fürs Abendbrot ist, gehe ich zu meiner Schwester. Hä? Okay. Schieben wir jetzt doch verstecken? Hä, das soll jetzt trotzdem verstecken, oder nicht? Wo ist denn der Bub? Oh, da unten ist er. Da unten. Ja. Hier ist... Oh, ich hab verloren. Das hier ist Prikos Schatz. Hier für dich. Das ist Steinhart. Steinsalz. Diese Kristalle sind Überreste eines längst verschwundenen Ozeans. Universalgewürz, das in vielen Gerichte gehört. Pur ist es allerdings ungenießbar. Oh, cool. Geschafft. Cool. So, weiter umsehen. Hühnchen. Gucken wir mal hier rein. Mal sehen, was... Nur nix, ne? Jo. Oh, hier ist ein Kleidungsladen. Die Boutique Zwei Früchtchen heißt sie willkommen. Besuchen sie. Oh, hui, du gefällst mir. Genau mein Typ. Und du trägst auch noch einen Shika-Stein am Gürtel. Moment mal. Ein Shika-Stein? Das ist doch so ein tolles Ding, das nur ganz wichtige Leute haben. Ich verstehe zwar nicht viel von dem Zeug, aber du bist irgendwie ganz Wichtiges, oder? Ich dachte, jetzt kriegen wir irgendwas geschenkt. Kleider machen Leute, okay. Willkommen in der Boutique Zwei Früchtchen. Der Ninja-Anzug dort ist der Renner der Saison. Damit kannst du dich absolut lautlos fortbewegen. Ein Muss für jeden, der regelmäßig jagen geht. Dafür ist die Schutzwirkung besonders nicht besonders hoch. Klitzekleiner Nachteil. Okay. 600 Rubine. Oh. 700. Okay, das ganze Outfit ist sehr, sehr teuer. Die Kapuze hier können wir uns leisten. Die gibt uns 2 Rüstungen. Das Gewand können wir uns auch leisten. Die heilige Hose haben wir ja schon. Das Gewand. Aber die Mütze bringt auch 3 und kostet wenig. Wir nehmen erstmal die Mütze mit. Nehmen wir mal mit. Und setzen die direkt auf. Die ist ja dann extra, ne? Haben wir einfach noch mal ein bisschen Schutz. Sieh dich nur in Ruhe mit unseren modischen Sonderanfertigungen der Marke Klacko. Bist du stets im Trend. Haben wir noch überhaupt was zum Loswerden? Können wir das ungenießbare Zeug verkaufen? Dubiose Matsche. Okay, 2 Rubine. Dann sind wir es los. Dann haben wir da einen Platz mehr. Können natürlich die alte Hose. Die brauchen wir im Prinzip nicht. Und das Hemd.
Weil was sollen wir damit? Die Kleidung verschleißt ja nicht, soweit ich weiß. Es sind ja nur die Waffen und die Bögen und so. Wenn die Kleidung jetzt verschleißt, wäre es ziemlich kacke. So, fragen wir noch mal nach Klacko, wenn es das hier schon gibt. Klacko steht natürlich für Clari-Kollektion. Ich stehe voll und ganz hinter jedem einzelnen meiner Meisterstücke. Jedes davon hat ganz besondere Eigenschaften. Am besten, du siehst sie dir einmal... Ja, okay, es ist ihre eigene Marke. Wir haben schon kapiert. Schon kapiert, schon kapiert, schon kapiert. Okay. Hm? Hohoho, in unserem Dorf gibt es nicht viele junge Kerle wie dich. Ich bin nur 100 Jahre alt, Alter, ne? Du bist doch nicht etwa einer von den Jäger, oder? Hohoho, das war nur ein Scherz. Du brauchst hier nichts. Du brauchst nicht so ernst aus der Wäsche zu schauen. Diejenigen, die der Verheerung gerne ihre Treue geschworen haben, nennen sich Jäger. Sie greifen alle an, die sich gerne entgegenstellen. Seit dem großen Erdbeben letztens sind sie sehr aktiv. Keine Angst, ich halte dich nicht für einen Jäger. So gut kann ich Leute gerade noch einschätzen. Nimm mir einen kleinen Scherz nicht übel. Vielleicht kann ich es hiermit wieder gut machen. Rüstungskürbis. Ein strahlender Kürbis, der auf den Feldern Hyrules angebaut wird. Wird er Gerichten beigegeben, stehlt er die Haut des Essers und steigert so beträchtlich dessen Abwehr. Das hier ist Karikos Spezialität, ein Rüstungskürbis. Ich habe ihn mit Hingabe rausgezogen. Probier mal. Wenn du mehr wissen willst, komm gerne jederzeit bei meinem Feld vorbei und frag mich. Okay. Ja, die müssen wir einfach kochen, ne? Ich glaube, so weit kriegt er noch selber. Okay, die Häuser sind alle leer. Ein Mann! Oh? Der Schickerstein? Seid ihr etwa der, von dem Großmannheimer spricht? Ich habe es nicht vergessen, ehrlich. Ich bin nur etwas nervös. Ich heiße Papaya. Puh, endlich ist es draußen. Man sollte meinen, dass ich in der Lage wäre, meinen eigenen Namen zu sagen. Tut mir leid. Schon seitdem ich klein war, hat mir meine Großmutter von euch erzählt. Bitte, bitte geht hinein, meine Großmutter. Sie wartet schon lange auf euch. Ist noch was? Ihr seid so nah. Meine Großmutter war... Okay. Die hat also irgendwie Berührungsängste. So, hier hinten ist nichts. Wow. Bestimmt ist hier hinterm Haus irgendwas. Aber das können wir uns ja später angucken. Wir gehen jetzt erstmal ins Haus. Du bist also endlich erwacht, Link. Es ist lang her. Sehr lang. Ein paar Jährchen mehr habe ich wohl auf dem Buckel. Ich hatte überhaupt für Anhänger dran. Noch. Das ist das Schicka-Auge, oder? Was ist? Du siehst mich an, als hättest du mich noch nie zuvor gesehen. Ich bin es, Impa. Erinnerst du dich nicht einmal mehr an meinen Namen? Du weißt wohl, du hast tatsächlich dein Gedächtnis verloren. Nun, vielleicht ist es in gewisser Weise besser so. Link, tritt näher. Vor 100 Jahren. Ja, vor 100 Jahren, als das Königreich Hyrule unterging. Du standest an der Schwelle zum Tod. Zeldas letzte Hoffnung war dich in einen heiligen Schlaf versetzen zu lassen. Sie selbst machte sich auf, ganz allein, stellte sie sich Ganon entgegen. Prinzessin Zelda hinterließ nur eine Nachricht für dich. Seitdem warte ich hier geduldig auf den Tag, an dem ich ihre Nachricht endlich an dich weitergeben kann. Jedoch, wenn ich die letzten Worte der Prinzessin an dich weitergeben soll, dann muss dir eins klar sein. Du musst bereit sein, dafür zu sterben. Doch diese Verantwortung kann ich schlecht jemandem aufbürden, der sein Gedächtnis verloren hat.
Wenn du entschlossen bist, die Worte der Prinzessin zu hören, komm noch einmal zu mir. Hä? Hm. Hm? Sprechen wir nochmal mit ihr. Die Prinzessin hat alles riskiert, um dir diese Botschaft zu hinterlassen. Wenn du nicht fest entschlossen bist, kann ich sie dir nicht übermitteln. Bist du bereit, für sie zu sterben? Bestimmt gibt's jetzt irgendeinen Bosskampf oder so. Natürlich. Sieh an, sieh an! Du magst dein Gedächtnis verloren haben, aber bist immer noch derselbe. Wenn es darum geht, das Richtige zu tun, ist auf dich stets Verlass. Mhm. Gut. Da du dein Gedächtnis verloren hast, sollte ich dir wohl alles von Anfang an erzählen. Das Königreich von Hyrule wurde seit uralten Zeiten immer wieder von einer unheilbringenden Verheerung namens Ganon heimgesucht. Doch stets erschienen auch ein Jüngling mit der Seele des Helden und eine Prinzessin mit dem Blut der Göttin. Jedes Mal, wenn unsere Welt bedroht wurde, gelang es diesen beiden mit vereinten Kräften, das Böse zu besiegen. Aus jedem dieser Kämpfe gegen Ganon ging eine neue Legende hervor. Doch dann, vor 10.000 Jahren, wollte man diesen ewigen Kreislauf der Geschichte nicht länger hinnehmen. Hyrule hatte sich zu einer Hochkultur entwickelt, in der die Angst vor Monstern und Magie endlich der Vergangenheit anzugehören schien. Und so beschloss man, dem Helden und der Prinzessin jener Zeit mithilfe technologischer Wunderwerke zu helfen. Das Ziel dieses Plans war, die Verheerung Ganon für alle Zeiten zu versiegeln. So entstanden vier gigantische Titanen, die von einem Piloten gesteuert werden sollten. Zudem wurde ein ganzes Heer von automatischen Kampfmaschinen erschaffen, die Wächter genannt wurden. Als Piloten der Titanen wurden aus den Völkern Hyrules vier herausragende Krieger ausgewählt. Nachdem all diese Vorbereitungen abgeschlossen waren, fühlte man sich Ganon gegenüber gewappnet. Als nun die Verheerung tatsächlich wiederkehrte und Hyrule angriff, erhob sich ein mächtiges Heer an der Seite des Helden und der Prinzessin gegen Ganon. Eine schier unermessliche Zahl von Wächtern rückte vor und stellte sich schützend vor den Helden. Die gottgleichen Titanen entfesselten ihre Energien und zwangen das Böse in die Knie. So gelang es dem Helden, Ganon mit dem heiligen Bannschwert niederzustrecken. Und die Prinzessin besiegelte sein Schicksal mit der Kraft ihres königlichen Blutes. Das ist ja schon ein bisschen lange her, ne? 100 Jahre ist es nun her. Um uns auf die prophezeite Wiederkehr Ganons vorzubereiten, folgten wir dem Vorbild der 10.000 Jahre alten Legende. Doch das Ergebnis war nicht so, wie wir uns sonst erhofft hatten. Wir hatten seine Macht unterschätzt. Um diesen Fehler nicht zu wiederholen, hinterließ die Prinzessin dir die folgenden Worte. Befreie die vier Titanen. Das ist die Botschaft. Das ist die Botschaft. Geil.
Aber ich glaube, wir wissen noch nicht genug über die Titanen, deswegen. Die vier Titanen, so nennen wir die antiken Kraftmaschinen. Die vier Titanen, so nennen wir die antiken Kriegsmaschinen der Shiker. Sie wurden von den vier Recken gesteuert, bevor sie Ganon zum Opfer fielen. Daruk vom Stamm der Goronen steuerte den Titanen Varudina. Rivali von den Orni kontrollierte Vamedo. Der Titan von Mipfa, der Azora, nannte sich Varuta. Und Urbosa von den Gerudo steuerte Vanarobis. Mhm. Ohne die Macht der Titanen wäre es aussichtslos, sich Ganon entgegenzustellen. Vor 100 Jahren wurden sie von... Vor 100 Jahren wurden sie uns von Ganon entrissen. Jetzt ist die Zeit gekommen, sie uns zurückzuholen. Bei den vier Völkern, die auch heute noch in Hyrule leben, findest du vielleicht Hinweise auf ihren Verbleib. Okay. Das Licht des Shikasteins wird dir den Weg weisen, dorthin, wo du die Anführer der Völker treffen wirst. Vier Titanen. Alles klar. Doch dein Shikastein ist nicht vollständig aktiv. Oh Gott. Prinzessin Zelda hat ihn dir hinterlassen. Für dich ist er Wegweiser und Gedächtnis in einem. Ich frage mich, vielleicht kannst du im Institut für Antikforschung in Hateno Hilfe bekommen. Alles klar. Zeldas Vermächtnis. Du bist Zeldas, nein, ganz Hyrules einzige Hoffnung. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Folge deinem Herzen und erfülle dein Schicksal. Imperiweise geschafft. Okay. Da haben wir jetzt eine ganze Mammutaufgabe bekommen. Haben wir einiges zu tun. Und hier muss halt irgendwo der Schrein sein. Den müssen wir auf jeden Fall noch finden. Dass wir hier den Teleportationspunkt haben. Jetzt mal übersehe ich irgendwas. Was ist da einfach denn da oben? Okay, ja, was muss denn da oben sein? Die Frage ist jetzt nur, wie kommen wir da oben rauf? Muss es doch irgendwo so einen Kletterweg geben. Wir wollen diesen Brückenpfeiler hochklettern. La 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 la, Felswände hochkrabbeln. Ach, hier oben ist auch irgendein Pfad. Ja, super. Das hätte man mir auch sagen können. Egal, aktivieren wir den Schrein und dann machen wir den noch. Und dann, würde ich sagen, sind wir auch erstmal fertig. So, was erwartet uns denn? Ich mag lieber die kleineren Räume, wo man immer wieder was Kleines macht. Ah. Super, warum habe ich das gerade gesagt? Nee, die Keule kommt weg. Dann nehmen wir das Kurzschwert mit. Gibt es jetzt nur Geschenke hier drin oder wie sehe ich das? Okay. Auch für das Schild machen. Hier kommt der Kopf. Topfell kommt auf jeden Fall weg. What? Das Kampf. Weiche den Angriff mit einem Sprung zur Seite aus. Sprung zur Seite, Zähler fast zur Seite springen. Hol nach hinten aus, okay. So, haben wir noch so ein Tutorial. Rückwärts Salto springen und nach hinten, okay. Okay.
jetzt? Was kommt jetzt nach oben? Pariere zum richtigen Zeitpunkt einen Angriff mit dem Schild, um die Gegner aus dem Gleichgewicht zu bringen. Perfekter Block. Schild heben und... Ups. Okay. Du kannst Kraft sammeln, um einen aufgeladenen auf... Okay. Wächterschwert, ein kleines Schwert, mit dem Nano-Wächter ausgestattet sind. Die blaue Klinge basiert auf antiker Technologie, ist aber nicht sehr robust. Das ist voll. Link ist ein wenig erschöpft. Was geht denn schnell kaputt? Ach, wir werfen einfach mal die Axt weg. Ich will das Schwert! Setze deinen Weg fort. Ja. Will ich gern tun. Krieg ich das Schwert noch? Puh. Gut, ich krieg das Schwert noch. Sieht voll cool aus. Richtig nice. Richtig nice, das Wächterschwert, wie es leuchtet. Dann kriegen wir noch ein Geschenk. Bin ich mal gespannt. Ein Opal, okay. Super. Das Wächterschwert ist einfach so geil, dass es so leuchtet. Sehr, sehr schön. Wächterschwert. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir unsere Reise fortsetzen.